der Obersalzberg von 1937 bis 1938. In diesen Jahren musste der Berg die einschneidendsten Veränderungen auf sich nehmen. In nur wenigen Monaten verwandelte Reichsleiter Martin Bormann den einzigen Höhenluftkurort in ein exterritoriales Sperrgebiet, das in den darauffolgenden Jahren auch zum Führerhauptquartier erklärt wurde. In dieser Dokumentation sollen erstmals anhand von teilweise bisher unveröffentlichten Filmaufnahmen sowohl die umfangreichen Bauarbeiten am Obersalzberg als auch Landschaftsaufnahmen des Obersalzbergs und der umliegenden Bergwelt gezeigt werden. Wann immer Hitler am Berghof verweilte, wurden täglich, Sommer wie Winter, ausgedehnte Spaziergänge in die nähere Umgebung unternommen. Hier das Gelände des heutigen Golfplatzes unterhalb Hitlers Berghof. Hier der Weg zum Mooslaner Teehaus, das Eva Braun in ihrem filmischen Nachlass häufig dokumentierte. Hitlers enger Bezug zum Obersalzberg geht bereits auf die Anfänge der 20er Jahre zurück. Wann immer es die Regierungsgeschäfte zuließen, kehrte Hitler auf den Berg zurück und so ist es kaum verwunderlich, dass sich auch der engste Führungsstab hier ansiedelte. Das Landhaus von Hermann Göring. Schon 1934 wurde Göring Reichsjägermeister, Reichsforstmeister und oberster Beauftragter für den Naturschutz. Göring, selbst leidenschaftlicher Jäger, hatte ein Revier in der Röth, einem ehemaligen Almgebiet oberhalb des Obersees. Die Röth wurde ebenso wie der Obersalzberg zum Sperrgebiet erklärt und 1934 von Hermann Göring als Naturschutzgebiet besonderer Ordnung deklariert. Hier eine alte Ansicht des Bodenlehens mit Hochkalter und Reiteralpe im Hintergrund. Ganz links der Watzmann. Die Gewächshäuser entstanden auf Bormanns Initiative und sollten neben dem Gutshof die Idee der Selbstversorgung der neuen Obersalzberger Bewohner gewährleisten. In den Wintermonaten aber zeigt sich die Sonne auf den Osthängen des Obersalzbergs nur für wenige Stunden und der Gemüseanbau in den Gewächshäusern brachte nur wenig Ernte. Es wurden vorwiegend Blumen angepflanzt, die für die Dekorationen der Tafeln auf dem Berghof und Platterhof genutzt wurden. Zur Osterzeit fand hier die alljährliche Ostereiersuche für die Kinder des Obersalzbergs statt. Eva Braun organisierte diese Veranstaltung. Diese Aufnahmen zeigen das Gästehaus, das unterhalb des Platterhofes lag. Heute ist in dem Gebäude die Dokumentation Obersalzberg untergebracht. Der alte Platterhof. Wie bereits erwähnt, war Hitler schon Anfang der 20er Jahre am Obersalzberg. Hier als Gast im Platterhof, damals noch Pension Moritz. Regelmäßig traf er sich mit dem Publizisten Dietrich Eckart. Der über 20 Jahre ältere Eckart war in erster Linie als antisemitischer Ideologe, Mentor und Ideengeber Hitlers von Bedeutung. Aus diesem Grund wurde dem Dichter und Schriftsteller nach dem Umbau der Pension Moritz zum Platterhof eigens ein Raum gewidmet. Unmittelbar über dem Platterhof gelegen war das Kampfhäusel, eine kleine Holzhütte, in der Hitler nach seiner Festungshaft den zweiten Teil seines Buches Mein Kampf verfasste. Bereits 1936 erwarb Martin Bormann für die Partei die Pension Moritz und baute sie 1937 zu einem 150-Betten-Hotel für verdiente Volksgenossen um. Der Umbau wurde in mehreren Bauphasen vollzogen und war erst 1943 komplett fertig. Das inmitten des Führersperrgebiets liegende Volkshotel wurde später in die Organisation Kraft durch Freude, kurz KDF, einbezogen und der Aufenthalt dort sollte fortan auch für den einfachen Volksgenossen erschwinglich sein.
Diese Aufnahme zeigt den Blick vom Haus Bormann auf den Bodnerbichl, oberhalb dem Hotel zum Türken. In der Mitte des Bildes ist eine hölzerne Seilbahnstütze für die Transportseilbahn zum Bau der SS-Kaserne zu erkennen. Dann das Hotel zum Türken und dahinter der Berghof. Die Talstation der Materialseilbahn lag auf dem Kilianfeld in der Nähe der Laroswacht. In der Bildmitte ist das Freimannlehen zu erkennen. Mittlerweile waren die Bauarbeiten an der SS-Kaserne, die im April 1937 begannen, voll im Gange. Teilweise waren über 2000 Arbeiter beschäftigt, die in eigens eingerichteten Arbeiterbaracken am Bodnerbichl untergebracht waren. Hier im Hintergrund gut zu erkennen. Für die Arbeiter wurde am Andenberg eine Theaterhalle errichtet. Wie bereits erwähnt, wollte Bormann in dem exterritorialen Sperrgebiet seine Idee der Selbstversorgung verwirklichen. Als ehemaliger Landwirt hatte er schnell die Idee zur Errichtung eines Gutshofes geboren. Unterhalb des Berghofes, auf dem Gelände des heutigen Golfplatzes, begannen 1937 die Bauarbeiten zu einem Gutshof, der zugleich als Vorlage zu landwirtschaftlichen Musterhöfen im Reich dienen sollte. Zur Verwirklichung seiner größenwahnsinnigen Idee pumpte Bormann Unsummen von Reichsmark in das Projekt, das aber bis zum Ende nur bescheidene Gewinne erwirtschaften konnte. Der Winter 1937-38 hatte die Bauarbeiten am Obersalzberg nur unwesentlich beeinflusst, sodass in relativ kurzer Bauzeit und nicht zuletzt durch den Einsatz von außergewöhnlich vielen Arbeitskräften die meisten von Bormanns Baumaßnahmen bereits im Spätsommer 1938 fertiggestellt werden konnten. Der Obersalzberg war nicht wiederzuerkennen. Die meisten der alten Lehen wurden aufgekauft oder deren Besitzer zwangsenteignet, die Höfe dann abgerissen. Ein Grundbucheintrag aus dem Jahr 1945 zeigt folgende Besitzanteile auf dem Obersalzberg. Über 10.000 Hektar fallen hier auf Bormann bzw. die Partei, 8.000 Hektar auf Adolf Hitler privat und die vergleichsweise nur kleine Fläche von einem Hektar auf Hermann Göring.
Auch der Berghof war jetzt fertig. Zur Erhöhung der Sicherheit wurde das gesamte Gebiet zum Führersperrgebiet erklärt und dementsprechend bewacht. Zutritt war nur mit Berechtigungsausweis möglich. Fortan stand Hitler ein repräsentatives Haus zur Verfügung, das er zum Empfang von Diplomaten und Staatsgästen nutzte, aber auch Gruppen der Hitlerjugend und des BDM, wie hier, wurden eingeladen. Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann, hier links im Bild neben Martin Bormann, wusste geschickt, die idyllische Bergkulisse in Szene zu setzen, und die NS-Propaganda präsentierte dem Volk zahlreiche Bilder und Fotoalben mit Titeln wie »Hitler abseits vom Alltag« oder »Hitler, wie ihn keiner kennt«. Hier noch eine Aufnahme mit Hoffmann und daneben Dr. Fritz Todt, der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen. In der Bildmitte ist Reichsleiter Bormann zu sehen. '39 ließ auch Hermann Göring sein Landhaus in drei Etappen vergrößern und ausbauen. Allerdings bei weitem nicht so aufwendig, wie Bormann das tat. Im Sommer 1939 kam noch ein Schwimmbad dazu. Der Eckerbichl, auf dem Görings Haus stand, wurde fortan Göringhügel genannt. Am Fuße des Göringhügels entstand 1939 die Adjutantur Görings. Im Hintergrund die Wohnhäuser für die Angestellten der Verwaltung Obersalzberg. Die Kehlstein- und auch die Gutshofbrücke waren aufwendige Projekte. Die aus Beton gegossenen Bögen wurden mit Natursteinen verkleidet. Schwierigkeit dabei war, dass beide Brücken in Steigungen lagen und darüber hinaus auch noch schräg waren. Somit mussten die Steinmetze jeden einzelnen Stein anpassen. Die Dalsenwinkelstraße war als Zubringerstraße für das Projekt Kehlstein angelegt worden. Die Zufahrt erfolgte zunächst über die Roßfeldstraße. Beim Ofener Boden zweigt die Trasse dann rechts in Richtung Kehlstein ab. Weiter geht es vorbei an den ehemaligen Kehlalmen. Das letzte Stück wurde aufgrund des steilen Geländes in Serpentinen angelegt und führt hinauf bis zur Buswendeplatte, etwa 125 Meter unterhalb des Kehlsteinhauses. Die SS-Kaserne war mittlerweile nahezu fertiggestellt. Hier die Pflasterarbeiten auf dem Kasernenhof. An der östlichen Seite des Gebäudekomplexes wurde eine Dienstwagenhalle für die Führer-Fahrerkolonne eingerichtet. Daneben, also hier links im Bild, war das Fahrerwohnhaus. Die Bauarbeiten hierzu gestalteten sich als außergewöhnlich schwierig, da das Gelände hangseitig auf eine Tiefe von 22 Metern abgetragen werden musste. Für das Fundament des Gebäudes mussten über 5000 Kubikmeter Aushub abtransportiert werden. Das Eingangsportal des Mannschaftsgebäudes wurde mit einem Relief des Bildhauers Arno Breker verziert.
hier der Künstler bei den letzten Arbeiten an seinem Werk. ...1939 war ein Großteil der Kasernenanlage fertiggestellt. Hier das Richtfest auf dem Exerzierplatz. ...1938 waren die Baumaßnahmen des Gutshofs in vollem Gange. Bormann ließ den Gutshof immer wieder erweitern und es kamen neue Gebäude dazu. Ganz fertiggestellt wurde Bormanns landwirtschaftliche Versuchsanstalt erst 1941. Rund 200 Tagwerk Wiesen und Ackerland umfasste das gesamte Areal, das aber aufgrund seiner Höhenlage nur wenig ertragreich war. Die Erträge der Haflingerzucht, der Schweinezucht und auch der Milchviehhaltung konnten die benötigten Unterhaltskosten nicht erwirtschaften. Auch die Apfelsaftkälterei, zu der eine Unmenge Äpfel dazugekauft wurden, konnte daran nichts ändern. Zum Gutshofkomplex gehörten auch Bienenhäuser, Wasserwerksgebäude, eine Schmiede und verschiedene andere Bauten. Ab 1942 wurden gewinnbringende Erträge erwirtschaftet, allerdings ohne Berücksichtigung der enormen Baukosten. Beim Bombenangriff 1945 wurde der Gutshof nur leicht beschädigt und ist bis heute eines der wenigen Gebäude aus der NS-Zeit, das erhalten geblieben ist. Zum Abschluss noch ein Flug über das Führersperrgebiet. Das wohl beeindruckendste Bauwerk auf dem Obersalzberg ist zweifellos das Kehlsteinhaus, aus dessen Baugeschichte und Nutzung wir in einer ausführlichen Dokumentation, die Sie ebenfalls auf unserem Kanal sehen können, eingehen. Unter uns die Dalsenwinkelstraße, die damals eine der wichtigsten Zubringerstraßen für das Projekt Kehlstein war. In der Bildmitte die Theaterhalle. Links unten der Gutshof. Dann der Berghof.
darüber die quadratische Gebäudeanordnung der SS-Kaserne mit den Arbeiterbaracken. Die Verwandlung eines Berges unter dem Hakenkreuz.